Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, als wir verkackt haben, in das Schiff reinzukommen. Sag bloß, Mario schläft jetzt ein. Ja, er schläft ein. Ich habe hier mein kleines Büchlein liegen. Da habe ich ein paar Themen aufgeschrieben. Das erste war, haben wir schon abgehakt. Und danach, was mir vor 2 Tagen passiert ist, wo ich wirklich denke, nein, es ist einfach nur dumm, was manche Leute machen. Nämlich, ist Folgendes passiert. Ich habe eine E-Mail gekriegt auf meinem Handy, natürlich, weil ich zu faul bin, mich über PC einzuloggen, wo drauf stand, ich habe Schulden in Höhe von 400 Euro bei irgendeiner Firma, die es nicht mal im Internet gibt. Ja, jetzt kommt es nämlich gleich. Das heißt, ich wurde von irgendeiner Firma oder was weiß ich, von irgendeinem Typen. Welcher Übernehmer? Eiswelt. Von irgendeiner Firma Typen praktisch dazu genötigt, ihm Geld zu schicken. Ja, typischer Betrugsfall wahrscheinlich, weil ich erinnere mich nicht, wie ich auch schon letztens Part angekündigt habe, ich kann nichts bestellen. Ich kann übers Internet nichts kaufen. Geht's am ISC? Ja, da waren wir das letzte Mal schön abgekackt. Und ich kann nichts bestellen, wie gesagt. Das geht nicht. Ich finde sowas einfach nur dreist und es ist einfach nur. Nein! Was macht man? Ich will so keine Lust, das zu arbeiten. Ich meine. Muss ich da raus oder sterbe ich? Nee, da drüben sterbe ich. Das ist einfach nur. Oh Gott. Wenn euch schon mal sowas passiert ist, wäre schön, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Weil ich habe davon nämlich noch mehr. Denn wo ich vor circa einem Monat mich gerade auf YouTube so einloggen wollte, zeigt mir Google an, mein Passwort ist irgendwie. Ich habe mich von irgendeinem anderen Standort aus eingeloggt. Nein, geht nicht. Okay, ja, Schaden, genau. Von irgendeinem anderen Standort aus eingeloggt, was überhaupt nicht sein kann. So, da ich aber so doof bin und, naja, sag jetzt mal lieber nicht, ist Privatsache, war ich nämlich gleich mal so schön und habe erstmal sämtliche Passwörter wieder rumgeändert. Und das Schönste war, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, hatte ich gerade Projekt, also ich war kurz vor der Angst, bin ich natürlich wieder so ein Typ, hatte Projekt nicht fertig. Dann musste ich erstmal alles umändern, alles gucken, weil da kriegt man natürlich erstmal einen riesen Schock, wenn man da denkt, oh Gott, jetzt ist da irgendwie irgendwas nicht richtig mit Account, weil ich habe ja relativ viel. Nein, ach komm schon. Nein, hätte ich gebraucht. Komm jetzt. So, nehmen wir dich. Ich will hier heute mit dem Part auch noch was erreichen. Ey, ist ein. Okay, hier kommt man genauso ein Tal. Wie kommt man da bitte dann auf? Ach Leute, ich hab mittlerweile überhaupt keine Ahnung mehr, welche Sterne ich nehmen soll. Welche Sterne ich überhaupt machen soll. Allmählich bin ich total ausgelockt. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Sterne ich machen soll. Ich will jetzt hier auch nicht ständig mit sinnlos rumrennen verplempern. Also gehen wir jetzt erstmal raus und suchen uns eine andere Welt. Hier haben wir das schöne Menü. Da haben wir alle, sogar haben wir den Münzenstern. Big Burger Bomb. Was ist die Welt? Schmeckt der noch nicht fertig oder was? Nee, das ist Kurs 1. Das geht gar nicht. Biberberg, ach so. Big Boosburg. Grüne Giftgrad. Okay, allmählich bin ich, keine Ahnung mehr. Aber um auf das Thema zurückzukommen. Ja, ich schwenke ständig vom Thema, was ziemlich blöd ist.
Und, ach ja, mir fällt was ein, was ihr letztens mal gesehen habt, wie man den Schneemann baut. Wir probieren das jetzt heute mal, weil ich werde mich dann auch nochmal informieren, welche Sterne wir machen können. Okay, da haben wir sowieso die 50 voll, dann gibt es wenigstens wieder eine Welt, wo ich mich auskenne. Um auf das Thema wieder zurückzukommen, ja, sowas ist einfach nur, nein, es ist unbeschreiblich, wie manche Leute sowas überhaupt machen können. Andere Leute einfach so E-Mails zu schreiben. Das ist bei uns schon, ist auch schon mal vorgekommen, also nicht nur dieses eine Mal, sondern auch noch ein zweites Mal. Nämlich hat meine Mutter irgendwie eine Internetrechnung von über, weiß nicht wie viel Geld es war, ich glaube 600 Euro. Über 600 Euro bekommen. Und keine Ahnung, woher die kam. Auf jeden Fall haben sie einfach gelassen und ja, bisher seitdem haben wir nichts mehr gehört. Aber wir können es nochmal machen. Gut, habe ich schon mal gesehen, wie es geht. Wir probieren es einfach den restlichen 4 Minuten, weil mir fällt gerade echt nichts ein. Tut mir sehr, sehr leid. Aber wenn euch schon mal, also so aufs Thema wieder, ja, voll der, ich lenke mich immer ab. Und wenn euch schon mal sowas passiert ist, dann schreibt's mal unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, unter welchen Betrugsfällen ihr schon mal gelitten habt. Kann man so sagen. Auf. Und ob ihr was gegen unternommen habt oder was das für eine Art war. Und halt allgemein, was ihr davon haltet, von sowas. Er wollte wieder nicht rein, oder? Nein, stimmt immer noch nicht. Hey, Mario, auf zu rutschen. Gut. So, ich bin leise, weil mir fällt gerade nichts ein, über was man reden kann. Und ich sollte mal aufhören, irgendwie über Eis zu jammern. Ich soll mal noch beim Instagram fürs Leben. Dann gehen wir noch mal rein, wir probieren jetzt einfach immer weiter. Immer weiter. Ich werde auch mal probieren, ein paar Gäste einzuladen, damit es nicht immer so still ist, nicht immer so leise ist. So. Und wie gesagt, nochmal, um auf die Themen zurückzukommen, bitte schreibt Themen, mir fällt nicht so viel ein. Weil ich zurzeit sehr viel zu tun habe, auch mit Schule und so. Es geht ja aufs Ende jetzt zu. Ja, ich glaube, man müsste nämlich mit dem hinterher, also vor dem wegfahren, damit er richtig rollt. Ich hoffe, das stimmt. Und ich weiß ich auch nicht mehr weiter. So, probieren wir es, müssen wir mal warten. Hä? Warum? Was? Ich verstehe es nicht. Warum? Ist das nur bei mir so oder? Oder wie ist es? Wir jetzt nochmal schnell den da. Cool. 9 Minuten wird sich nicht mehr reichen. Ich würde mal sagen, es tut mir leid, heute ist nicht so mein Tag. Und ich sage schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Euer Mapless.